Kartoffelgratin mit Lauch und Steinpilz, ein Gericht gemacht für einen kalten Wintertag. Unkompliziert in der Zubereitung und geschmacklich ein Volltreffer. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum aktuellen Coop-Videorezept. Von den Herdöpfeln braucht es ein ganzes Kilo, wie das heutige Rezept als Hauptgericht gedacht ist. Mit den mehligen Sorten in der blauen Verpackung fahren sie gut. Die Herdöpfel werden geschält und anschliessend in ca. 5 mm dicke Scheiben geschnitten. 300 g Lauch rösten, längs halbieren und ihn dann in feine Streifen schneiden. Das Gemüse zu den Herdöpfeln geben. Die getrockneten Steinpilze, und zwar ohne sie vorher aufzuweichen, darunter mischen. In Kombination mit dem Guss und der Flüssigkeit, die der Lauch während dem Garen abgibt, werden sie so weich und verleihen dem Gericht einen wunderbaren und außerordentlichen Geschmack. 120 g Gruyère grob reiben. Die Hälfte davon unter die restlichen Zutaten mischen. Dann noch salzen. Für den Guss 2 dl Rahm mit wenig Muskat, noch ein bisschen Salz und wenig Pfeffer würzen. Die Herdöpfelmasse in eine weite, ofenfeste Form verteilen. Den Guss drüber gießen und zum Schluss den restlichen Käse darauf verteilen. Den Gratin für ca. 60 Minuten in die Mitte vom auf 180 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Für den Salat in einer Pfanne ein bisschen Limon rösten. Rausnehmen und abkühlen. In der gleichen Pfanne ebenso ein paar Kürbiskerne rösten und bis zum Servieren auf die Seite stellen. Für die Soße ein bisschen Apfelessig und Kürbiskernöl verrühren. Den Mund runtermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den gerösteten, gewaschenen und abtropften Salat in Stücke zupfen und anrichten. Die Soße drüber träufeln und mit den gerösteten Kürbiskernen bestreuen. Nach rund einer Stunde ist der Gratin gar. Je nach Herdöpfelbeschaffenheit oder falls die Scheiben etwas dicker geraten sind, dürft ihr aber ruhig noch ein paar Minuten länger drinnen bleiben. Das fertige Gericht zusammen mit dem Salat servieren. Der Herdöpfelgratin mit Lauch und Steinpilz ist genau das, was man sich in dieser Jahreszeit auf den Tisch wünscht. Herzhaft auf eine feine Art. Viel Freude beim Zubereiten und natürlich besten Genuss. Auf Wiedersehen!